Herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Da sind wir wieder bei Downstaff. Ich habe mir eine DLC Reign of Giants gekauft. Die Herrschaft der Giganten. Wir haben jetzt einige Neuerungen. Mehr Biome, neue Pflanzen, neue Monster. Scheinbar die Giganten. Mal gucken, wann die kommen. Wir werden mal gleich los spielen. Wir haben ja noch unseren dicken Ringer hier am Start. Bin ich immer mal gespannt, ob der jetzt in der neuen Reign of Giants Welt hier spawnt, ob wir da oder ob der Spielstand jetzt kompatibel ist mit der DLC. Müssen wir jetzt mal gucken, was passiert da jetzt? Okay, da ist er. Der ist aber dünn. Der ist aber dünn, weil er so einen Hunger hat, ja. Böse Blumen. Böse Blumen will ich nicht. Guck mal, und der Deutschmod, der funktioniert sogar noch. Was machen wir denn jetzt? Mal hier was essen? Was hat man hier zu essen? 12 Blumen? Oh Gott. Was haben wir hier noch? Ein Gnom. Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. An den Gnom. Ja, wir müssen jetzt essen. Sieht so aus. Essen ist jetzt primär wieder mal. Wir haben es noch früher am Tag. Gott, oh Gott. Der ist ja total abgemagert, der Kumpel. Böse Blumen, böse Blumen, böse Blumen. Wir wollen was essen. Gott, wo kriege ich denn jetzt Essen her? Was habe ich denn hier schon unternommen? Mal gucken auf der Karte. Nichts. Nichts. Ach doch, guck mal, hier sind ein Haufen Fallen. Ein Haufen, wenn man das so sagen kann. Müssen wir mal den Weg hier langlaufen. Vielleicht haben wir Glück. Gott, sieht der abgemagert aus. Guckt euch das mal an. Der richtige Augenring hat der große Ringer hier. Wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich den gar nicht genommen. Warte mal, ich muss mal kurz die Lautstärke ein Müh lauter machen wegen dem Feeling. So. Ah, guck mal, das ist die Hasenfalle. Oh, Gott sei Dank. Gott sei Dank, da ist was drin. Ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Mist, ein Speer habe ich auch. Salpeter brauche ich nicht. Lass mal erstmal fallen, den Salpeter. Oh nein, Holz brauche ich. Dung lasse ich erstmal fallen. Und hier haben wir noch einen Hasen drin. Und dann hoffe ich mal ganz stark. Dann hoffe ich mal, die Blumen lassen wir auch erstmal kurz fallen. Und dann hoffe ich mal ganz stark, dass ich jetzt. Oh, ich kann kein Feuer machen. Warum nicht? Was fehlt mir? 5 Stroh fehlen mir. Okay. Lalalala, 5 Stroh. Wo bekomme ich jetzt schnell 5 Stroh her? Ich habe auch gar keinen Platz in meinem Inventar. Schachtelding mal kurz wegmachen. Hier, 1 Stroh. So. Mann, ist der ausgehungert, ey. Ich glaub's nicht. 2 Stroh. 3 Stroh. Sehr schön. Dann werden wir die Nacht wohl. Ups, dann werden wir die Nacht wohl hier verbringen. Ah, okay. Hier am besten. Hier sind hier irgendwo Bäume. Ach, egal. Komm, hier machen wir das. So. Dann machen wir uns mal schnell was zu essen. So. Dann braten wir noch den Hasen. So, jetzt werden wir den Hasen essen. Jetzt essen wir die Samen. Haben wir hier noch einen Hasen? Dung, Salpeter, Blütenblätter. Ach, hier war noch ein Hase. Okay, essen. Oh, das hat ja gar nichts hergemacht, ey. War da nicht noch ein Hase? Samen? Wo haben wir den anderen Hasen hingeschmissen? Ich hatte doch 3 Hasen, Mann. Ich weiß es doch genau. Ich hatte doch 3 Hasen. Na, so komme ich nicht weit mit dem Kumpel. Also der gefällt mir ja nun gar nicht, wenn er so unglaublich viel essen muss. Ich habe ehrlich gesagt noch nicht bemerkt, von wegen, dass der Typ nur. Oder kann ich die essen? Kann man die kochen? Nee. Esse ich die und ist mir egal. Vielleicht bringt ihm das was? Gar nichts, wa? Außer, dass das Gehirnvolumen runtergeht. Koch mal. Nein, nicht ablegen. Jetzt habe ich das Feuer genau hinter dem. So. Essen. Mann, ey, der nimmt ja gar nicht zu, der Typ.
Gott. Oh Gott, was denn ist das Schachteldings hier? Was kann ich denn damit machen? Untersuchen. Hat kleinen Hebel, sagt er. Okay. Machen wir ein bisschen Feuer hier noch rein. So. Guck mal, bevor es ganz dunkel wird, dass wir vielleicht noch ein Bäumchen fällen. Aber ich bin ja irgendwie misstrauisch, ob das jetzt schon hier. Ob wir jetzt schon die. Da, ich glaube, ich werde mal einen neuen Spielstand anfangen. So mittendrin, Leute, ist vielleicht blöd, aber außerdem gefällt mir der Typ überhaupt nicht. Wenn der so un. Ich dachte ja irgendwie, der kommt total lange ohne Nahrung aus. Er, guck dir das nochmal an. Was ist denn das für ein Vogel? So. Schluss jetzt. So, wir werden jetzt ein neues Spiel starten. Kann ja auch sein, dass der Charakter. Kann ja auch sein, dass der. Na. Die fand ich immer ganz gut, eigentlich, die Schwarzhaarige. Was gibt's denn hier noch für welche? So eine komische Puppe? Oder spielen wir mit ihm wieder? Ach komm, wir spielen mit dem Mädel. Mit der Brandstifterin. Immun gegen Feuer. Setzt Brände, wenn sie. Ach komm, die nehmen wir. Wisst ihr, dass wir auch die Garantie haben, dass wir hier einen Wein und. Siehst du, jetzt wird die Welt nämlich nach Wine of Giants generiert. Zwar da nochmal von vorne anfangen. Die Krabbelhände krabbeln. Na. Dass wir hier gleich mal einen richtigen Ansatz haben. So, sehr schön. Schluck Kaffee noch, bevor es losgeht. So, er wieder. So. Und da geht's los. Blumen für unseren Blumenkranz. War ja eigentlich, war jetzt die Nahrungsbeschaffung. Er sagt ja, finde was zu essen, bevor es dunkel wird. Aber was ich glaube, ist, vielleicht finden Feuer, macht ihr ein Feuer, bevor es dunkel wird, wäre besser. Ne? Viel Zeit haben wir nicht. So, 4, 5 brauchte man für Feuer, oder wie war das? So, dann brauche ich auf jeden Fall jetzt Steine. Und Zweige, um mir ein Feuer zu basteln. Wollen wir an dem Weg hier lang gehen? Da, 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 la, 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 da sind zwei. Oh, guck mal, da ist schon ein neues Monster. Sehr ungünstig. Wollen wir mal nah rangehen, sind wir gleich tot. So eine Art Maulwurf oder was? Möchte ich gar nicht kennenlernen. Da ist schon wieder so ein Loch. Möchte ich gar nicht kennenlernen, den Kumpel. So. Schnell, schnell, schnell. Wir brauchen jetzt noch. Da ist noch einer. Oh, das ist ja schon richtig voll mit Monstern. Oder ist das ein Wurmloch? Ne, ein Wurmloch ist das. Hier, guck mal. Jetzt können wir gleich eine Axt bauen, wa? Ah, guck mal. So, schnell eine Axt bauen. Okay. Und jetzt. So, jetzt kommt gleich die optimistische Musik, weil jetzt haben wir nämlich eine geringe Chance zu überleben. Schön alles einsammeln. Noch haben wir Platz im Inventar. Eine Möhre, ein Setzling, eine Blume. So, uns bei Zeiten einen Blumenkranz basteln können. Ein Feuerstein. Davon haben wir ganz schön viele. Möhre. Denk mal, so weit werden wir da nicht kommen mit der Möhre. Ach, guck mal, Gras brauchen wir immer. Eine Möhre. Wir werden jetzt mal uns ein bisschen aufs Essen konzentrieren. Gras. Ah, guck mal, eine Falle können wir auch schon bauen. Da sind Bienen. Das ist nicht so gut. Sag bloß, du greifst uns jetzt schon an. Ey, sind die jetzt gefährlicher geworden oder was? Ein Vogel, ein bisschen mehr. Ah, Beeren, 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 Beeren. Beeren sammeln.
Abigail, ist doch so Abigail, war, oder? War das nicht Abigail? Oder? Ja, genau, das müsste Abigail sein. Hier dieser Avatar. Blume. Tidli. Würde mich ja mal interessieren, was das ist. Ach, guck mal, hier sind die neuen Bäume, wie schön. So. Hier haben wir noch eine Möhre. Dann werden wir mal einen von diesen Bäumen hier noch fällen. Da sind noch Samen. Oh, es regnet. Ach, da kann man auch... Oh Gott, ein böser Baum. Oh, oh, oh. Oh nein. Guck mal, dieser kleine... Ach du Scheiße. Sag mal, dieses Spiel erspart mir ja gar nichts. Jetzt verfolgt mich ja dieser kleine... Kann ich ihn töten? Jetzt er weg. Ist auch schon langsam ein bisschen dunkler geworden. Oh nein, ey. Dieses Spiel erspart mir nichts. Den Tod besiege jederzeit. Wir sollten doch eine Pause machen, wo ein bisschen, wo ein paar Bäume... Ach, guck mal, hier sind drei Biome aufeinander. Hier ist auch ein Bäumchen. Oh, da ist ein Schweinehaus. Das kennen wir schon. Und es regnet in Strömen. Guck mal, das nehmen wir noch mit. Essen wir mal dann nachts. Guck mal, jetzt haben wir hier was Neues. Weiß ich noch nicht, was das bedeutet. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr das Game kennt hier. Vielleicht sollte ich mir einfach mal die Beschreibung durchlesen. Ich kann ja in der nächsten Folge dann was dazu sagen, was hier dazu neu dazugekommen ist. Bin jetzt hier so holperdi-stolper daran rangegangen. So, guck mal hier. Das ist noch schick. Hier haben wir ja noch mehr zum Einsammeln. Hier sieht diese Gegend auch relativ sicher aus. An die Bäume traue ich mich jetzt vorerst erstmal nicht so richtig ran. Wenn wir Pech haben, werden wir gleich vom Blitz erschlagen. So. So, jetzt würde ich doch mal sagen... Ach, guck mal, da sind ja nochmal Bären. Na, die werden wir mal nehmen, aber... ist natürlich schnell wieder weg wegen den Bienen. Oh, da sind noch mehr Bären. Bären, Mama, Mampf, Mampf, Bärenmampf. Würde ich mal sagen, schlagen wir hier mal unser Feuer auf. Unser Lager. Ah, sehr schön. Sind wir schon mal auf der sicheren Seite. So, wollen wir mal hoffen, dass das hier kein Monsterbaum ist. Oder ob die alle... Sind das alles Monster, diese hier? Ah, siehst du, nur manche. Okay. Schön einsammeln. Nochmal Beeren. Und nochmal Beeren. Und nochmal Gras. Gras. So, bevor es ganz dunkel wird... Nehmen wir uns mal hier noch eine Möhre. Oh, jetzt aber zurück zum Feuer. Ich merke gerade, ich brauche die Tastatur ja gar nicht. So, ein bisschen Holz nachlegen. Tannenzapfen nachlegen. Ah, macht ein bisschen was aus. So. Oh, jetzt habe ich... So, guck mal. Und jetzt kochen wir mal unsere Beeren. Und dann hauen wir uns den Wanst voll. Und dann müssen wir gleich mal gucken... Aber dieses Birkending, das war ja eigentlich böse hier. Die Birkennuss. Ob wir die essen können, was da passiert. Ah, okay, ganz normal kann man die essen. So. Jetzt haben wir hier unser Essendings wieder hergestellt. Jetzt könnten wir eigentlich hier noch den Baum fällen. Na los, fäll den. Die Nacht wird jetzt auch nicht mehr allzu lange dauern. Das Feuer ist klein und langweilig, ja. Dann machen wir Holz rein. Wood zu flammabel, hooray. Okay, ach so, weil sie ist ja eine... Genau, sie ist ja eine... Pyromanin. Sie ist ja auch, wenn sie wütend ist oder was das war, dann... Zündet sie auch mal Sachen an. So, okay. Können wir uns noch was bauen? Eine Spitzhacke? Okay, jetzt haben wir noch eine Spitzhacke. Eine Falle würde ich jetzt... Oh, guck mal, eine Waffe können wir auch bauen.
eine Grasrüstung verleiht ein klein wenig Schutz. Na los, komm. Besser als gar kein Schutz. So, jetzt warten wir mal kurz, bis die Nacht vorbei ist. Viel mehr können wir jetzt hier nicht machen. Gut, wir könnten noch ein bisschen was essen. Sollen wir vielleicht hier die Beeren noch schnell kochen? Die Samen rösten. Oh, jetzt habe ich sie gegessen. Und die Möhren, gut, die heben wir noch kurz auf. So, werden wir mal weiter unsere Welt hier erkunden. Und einsammeln, was wir kriegen können. Fällt mir gerade ein, wenn ich eine Schaufel zum Beispiel bauen will, brauche ich ja noch die Wissenschaftsmaschine. Weil ich denke mal, wir werden erstmal gucken, dass wir uns mit allem möglichen Zeug hier versorgen. Es geht auch immer schnell vorbei, die Zeit hier. So. Ja, Don't Starve, wie geil. Rhine of Giants. Finde ich eigentlich ein bisschen schwach, dass sie da das dann nochmal extra zu verkaufen. Anstatt zu sagen, das Spiel wurde jetzt geupdatet. Jetzt gibt es neue dies, neue das, weil es ja auch noch Early Access ist. Dass man das dann im Prinzip nochmal extra kaufen muss. Naja. Die wollen ja auch was verdienen, wa? Und so bekannt wird das Spiel auch nicht sein, ist halt independent. Ist ja auch ein gutes Spiel. Sollen die Leute ein bisschen Geld verdienen? Jeder will Geld verdienen. Leider verdient manch einer weniger, manch einer mehr. So. Na, guck mal einer an, wie konsequent sie hier abbaut. Also ich denke mal, wir müssen mal ein bisschen aufpassen. Der böse Baum war, glaube ich, hier so einer wie er hier. So ein großer. Der sieht mir auch ein bisschen böse aus. Den will ich nicht. So, jedes Mal denke ich am Anfang, oh, guck mal, sind da jetzt mehr Ressourcen? Na, wann gibt es denn hier einen Blüten... Ach, guck mal, jetzt gibt es einen Blütenkranz, oder was? Klasse. Haben wir schon mal ein bisschen Gehirnschutz. Wir werden mal weiter hier noch ein bisschen Holz abbauen. Natürlich die Namen, die Samen aufsammeln. Die Namen. So. Blumen können wir natürlich auch immer mitnehmen, wenn wir welche treffen. Das wieder der... Nein, 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 nicht. Der rennt sie gleich hinterher. Setzlinge ohne Ende. Da kann man nicht genug von haben. Wir werden mal weiter die Karte erforschen. Die sollen ja auch größer jetzt sein, die Karten. Sollen wir kurz drauf gucken? Könnte durchaus sein. Wenn die sich jetzt hier so rumzieht. Oder auch nicht. Mal gucken. Ansonsten gibt es ja noch die Wurmlöcher. Genau, so war das ja. Wir kommen ja über die Wurmlöcher auf andere Inseln. So, oh, wir haben schon den zweiten Tag hier. Stein brauchen wir noch, fällt mir gerade ein. Wenn wir ein festes Feuer errichten wollen. Guck mal, hier ist ein kleiner Baum, den können wir noch mitnehmen. Was denn? Ach so, deine Axt ist kaputt. Ja, dann sag doch was. Hab ich ja, natürlich. So, sehr schön. Hier, wir werden mal weiter die Insel erkunden. Es wird nachts, ich brauche Feuer. Gut, wir nehmen jetzt nur kleine Bäume. Das ist ja eine Verschwendung. Jetzt muss ich schon wieder ein Feuer bauen. Na komm, dann bauen wir das hier, dann können wir die Bäume noch nachts fällen hier. Meine ganzen schönen Ressourcen gehen hier flöten. Viel Zeit haben wir nicht, naja doch, ein bisschen Zeit haben wir noch, bis es ganz dunkel wird. Guck mal, das könnte hier ein Böser sein, mal gucken. Oh ja. Guck mal, wenn wir jetzt nämlich die Nuss... Wir dürfen die Nuss nicht aufsammeln, da werden die sauer. Oder wir sammeln die erst auf, wenn wir die anderen alle abgefällt haben. Das werden wir mal gleich mal probieren.
Komm, wir probieren das mal. Wir nehmen ja die Nuss, okay. Und die auch. Okay, und was passiert jetzt? Nichts. Den sammeln wir noch ein und den. So, sehr schön. Nehmen wir die Nuss, okay. Alles klar. Oh, jetzt. Ah, guck mal, siehst du? Ah, ja, ja, jetzt ist er sauer. Jetzt ist er sauer und jetzt kommt hier. Ist ja süß, hör mal. Quack, 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 quack. Aua! Oh, die war relativ leicht zu besiegen. Oh, der Baum ist immer noch sauer. Machen wir uns jetzt erstmal was zu essen. Eigentlich müsste man den Baum jetzt abfällen. Geht das? Nein, ich glaube, ich lasse es. Ich glaube, ich lasse es. Oh nein, nein, nein. Wenn man da zu nah rangeht, oder was? Man darf nicht zu nah rangehen an den Kumpel. Das ist einer von den Giants, ja, oder was? Nee, nicht. Na, koch, 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 koche. Warte mal, schnell hier was. Ach was, jetzt werden hier im Akkord diese Dinger da. Oh nö, ey, komm, hör auf. Aua. Ach, guck mal, da kriegen wir sogar noch Zweige. Das ist ja doof. Jetzt kann ich hier gar nicht in der Nähe bleiben, weil er immer wieder neue ausspuckt. Oh. Oh Mann, ey. Zweimal muss ich die treffen. Ja, kriegen wir zumindest ein Essen für. Weißt du, was ich jetzt mache? Oh, da kommen gleich vier. So, so macht man seine Erfahrung hier. Oh Gott, nein, die Bösen. Die vier bösen kleinen Miesen. Oh, lass mich in Ruhe. Oh nein, sie hat aber keine Angst im Dunkeln, war es nicht so? Sie hat keine Angst vor wem? Vor wem? Oh Gott, die sind immer noch hinter mir her. Und oh, ich bin gleich tot. Nein, ich bin gleich tot. Da, 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 da. Hier, mach mal schnell ein bisschen. Oh, jetzt kommen die gleich wieder. Oh, guck mal, da kommen schon die Geister. Oh Gott, jetzt hat sie Angst. Ja. Jetzt wir vielleicht mal schnell was essen. Das Feuer ist auch zu nah an dem Monster gebaut. Ah, siehst du? Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Vielleicht sollte ich ein bisschen hier hinten bleiben. Oh Gott. Blumen essen? Ach, die Blumen laden das Herz auf. Okay. Gleich wird es wieder hell, dann haben wir es überstanden. Es sei denn, dass er mich jetzt fertig macht. Der beißt mich in die Nase. Oh, dieses Spiel macht mich irre. Okay. So, jetzt werden wir mal gucken, dass wir hier wegkommen. Der Baum lässt uns ja echt keine Ruhe. Gut, haben wir was dazugelernt? Haben wir was dazugelernt? So, Möhren, okay. Ich höre die Viecher schon wieder, die sind hier in der Nähe. Blumen? Also ich würde ja mal sagen, Nahrung haben wir ja eigentlich... Ach, guck mal, da ist schon wieder so einer. Nahrung haben wir eigentlich genug. Wenn wir uns mal hier verziehen. Oh. Man soll nie sagen, man hat genug Nahrung, wa? Wir brauchen natürlich auch Blumen ohne Ende jetzt. Weil wir da damit unser Herz... Blumen essen, Blumen essen, Blumen essen. Naja, ist minimal, minimal, was wir da aufladen können. Ich weiß gar nicht, ob das von alleine wieder... Ach, guck mal hier, Blumen... Ob das von alleine wieder aufgeladen wird mit der Zeit. Da habe ich was verpasst. Ach, guck mal. Oh, oh. Zumindest können wir dann... Oder dass wir wirklich einen vollen Magen haben müssen. Damit die Gesundheit sich regeneriert. Da werden wir mal gleich hier ein Feuer machen. Obwohl es noch nicht Nacht ist. Ausnahmsweise mal.
um uns hier richtig den Wanst mal vollzuschlagen. So, wie das weitergeht, das sehen wir dann in der nächsten Folge, morgen. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. War jetzt ein bisschen abrupt der Schluss.